What's up, Ladies and Gentlemen? Herzlich willkommen zu Clash of Lords 2. Und ihr seht schon, wir sind heute nicht in meinem Let's Play Dorf, sondern in meinem anderen Account. Und heute gibt es ganz was Besonderes für euch, was Spezielles, also eine Special-Folge heute. Ich zeige euch nämlich heute, ihr seht es, die neuen Gegenstände. Da bedanke ich mich nochmal herzlich bei der offiziellen Facebook-Seite von Clash of Lords 2 Ehrenkampf, dass sie mir diese bereitgestellt haben. Weil ihr seht, es sind 8 verschiedene Gegenstände, die ich euch alle jetzt der Reihe nach vorstellen werde. Und es ist was. Es sind eigentlich schon ziemlich coole Sachen dabei und die werde ich euch dann zeigen. Und ich würde sagen, labern wir nicht groß rum, sondern fangen wir direkt an. Der erste Gegenstand ist die Geschwindigkeitsschriftrolle, die eine Stunde geht. Ich lese euch einfach immer den Text vor, dass ihr so wisst, was jetzt passiert. Und ja, mit dieser mysteriösen Schriftrolle kann die Zeit beschleunigt werden. Verwende sie, um Bauzeit um eine Stunde zu beschleunigen. Du kannst davon höchstens 9999 sammeln. Also, wie benutzt man diese Schriftrolle? Ihr habt es schon gelesen. Man beschleunigt somit eure Gebäude, dass sie schneller verbessert werden. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wir haben hier zum Beispiel den Mörser. Und ihr kennt das ja, wir können hier unten auf Beschleunigung drücken. Und normalerweise haben wir dann, wenn wir zum Beispiel einen Stadtvertrag oder sowas haben, können wir hier links auf Zeitbeschleunigung eine Stunde gehen. Aber ihr seht schon rechts in diesem kleinen Feld hier, steht jetzt die Geschwindigkeitsschriftrolle. Das heißt, wenn wir jetzt hier rauf drücken, wir haben hier oben, sehen wir 26 Stunden dauert das Ganze noch, drücken wir hier drauf. Und die Wartezeit ist auf 25 Stunden reduziert worden. Also eigentlich ziemlich geile Sache. Ihr seht also, das ist jetzt die Schriftrolle für eine Stunde. Ich habe keine Ahnung, ob es noch weitere Schriftrolle geben wird, wo es 2 Stunden, 3 Stunden gibt. Aber das ist schon mal hier die erste Rolle, die ich euch zeigen kann. Gehen wir nochmal in die Gegenstände rein. Und wie ihr lesen könnt, könnt ihr höchstens 9.990 davon sammeln. Aber keine Ahnung, ob jemand überhaupt mal so viel davon sammeln kann. Und ja, dann gehen wir zur zweiten Gegenstand, das ist hier die Kiste mit 2 Millionen Gold, das ist einfach so ein, ja, wie soll man es nennen, so ein Goodie, wo ihr einfach hier so verwenden könnt, ihr bekommt direkt 2 Millionen Gold davon, auch hier könnt ihr nur 9.990 davon sammeln, was natürlich auch schon ziemlich schwer wird, also die Grenze ist hoch angesetzt, also könnt ihr auch fleißig sammeln, wenn es mal dazu kommen sollte. Und hier drücken wir einfach unten auf Verwenden, drücken wir drauf. Und hier können wir noch aussuchen, wie viele wir hier jetzt verwenden wollen. Hier haben wir so eine Skala, hier können wir Plus drücken. Wir haben jetzt zum Beispiel 2 Kisten und können hier wählen, ob wir direkt eine oder auch nur 2, beziehungsweise oder 2 machen sollen. Wir machen jetzt einfach mal eine, drücken auf Verwenden. Und ihr seht, wir haben 2 Millionen Gold geschenkt bekommen. Geile Sache. Kann man nichts mehr dazu sagen. Gold ist natürlich immer gut. Dasselbe gibt es natürlich auch mit Ringen. Hier haben wir eine Ringenkiste mit 30 Stück drin. Öffne diese magische Kiste, um 30 Ringe zu erhalten. Und auch hier können wir wieder nur 9.999 Stück davon sammeln. Dasselbe wie auch bei der Goldkiste geht hier. Wir sehen wieder die Skala, können wieder hochdrücken und auf Verwenden und schon haben wir die 30 Ringe. Also das sind einfach solche Gegenstände, die wir direkt raushauen können, wenn wir sie haben. Boostet unsere Ressourcen hier ein bisschen auf. Und dann kommen wir direkt schon zur nächsten Schriftrolle, die wir hier zur Verfügung haben. Das ist die Namensänderungsschriftrolle. Und viele haben sich bestimmt schon gedacht, ja, die Namensänderung, es kostet 1000 Juwelen. Und jetzt habt ihr hier auch die Möglichkeit, das Ganze billiger zu machen, wenn ihr diese Schriftrolle habt. Ich lese einfach mal wieder den Text vor. Gefällt dir dein Username nicht mehr, verwende diese Schriftrolle, um ihn zu ändern. Und auch hier wieder 9999 können wir davon sammeln. Wie ihr die verwendet, zeige ich euch auch jetzt natürlich gerne. Ihr geht wieder auf euer Rathaus, drückt unten auf Namen ändern. Und jetzt habt ihr, wie gehabt, auch dieses Feld, wo man hier den Namen ändern kann. Gebt ihr einfach irgendwas ein. Moment. Yo, Leute, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel so nennen wollt und drückt dann einfach unten auf Namen ändern, also hier wird direkt schon die Rolle angezeigt, das heißt, ihr habt jetzt hier nicht mehr die Möglichkeit, entweder mit 1000 Juwelen und mit der Rolle zu bezahlen, sondern kriegt ihr unten direkt die Rolle angezeigt und euer Name ist geändert, aber das werden wir natürlich jetzt nicht tun, weil wir wollen hier unseren Namen natürlich behalten. So. Die weiteren Gegenstände. Jetzt kommt es eigentlich zum richtig interessanten Part für die Leute, die in der Gilde, in der Liga und in der Arena was erreichen wollen und die Möglichkeiten einfach nicht ausreichen für euch. Dann habe ich jetzt
was Tolles für euch. Erstens hier die Liga der Lords Schriftrolle. Verwende diese seltene Karte, um einen weiteren Versuch in der Liga der Lords zu erhalten. Du kannst davon höchstens 99 sammeln. Beachte, es können pro Tag höchstens 20 Karten verwendet werden. Also Leute, hier nur 20 Karten am Tag. Das heißt, ihr könnt ihr nicht hier irgendwie 100 Stück raushauen und da die irgendwie die Liga durchmachen. Das wäre dann schon ein bisschen übertrieben, aber so, denke ich, reicht es auch auf jeden Fall. Also, was bringt diese Rolle? Wir können am Tag, wenn wir diese Rolle verwenden, einen Liga-Versuch mehr machen. Hier können wir auch unten auf Verwenden drücken. Ich zeige euch gerade mal, wenn wir jetzt hier unten auf Angriff gehen und auf Liga der Lords unten links sehen wir, ich habe jetzt schon 5 Mal heute gespielt in der Liga der Lords. Und wenn wir jetzt wieder zurück in unsere Gegenstände gehen, auf die Schriftrolle, drücken auf Verwenden. Hier können wir auch nochmal gucken, dass wir eine oder zwei hier verwenden wollen. Wir verwenden hier jetzt zum Beispiel eine, drücken auf Verwenden. Und eine Kampfmöglichkeit wurde der Liga der Lords hinzugefügt. Das beweise ich euch natürlich jetzt auch wieder. Ihr seht unten jetzt wieder 6 von 10, eben war es noch 5 von 10. Also geile Sache, wenn ihr irgendwie auf Pokaljagd seid, dann rentiert sich das auf jeden Fall, Leute. Wir gehen wieder zurück und die nächste Schriftrolle, das ist die Arena-Schriftrolle. Verwende diese mysteriöse Karte für einen weiteren Kampfversuch in der Arena. Hier auch wieder höchstens 99 sammeln und wieder 20 Karten pro Tag können verwendet werden. Dasselbe Spiel wie auch bei der Liga der Lords-Schriftrolle. Wir gehen wieder in die Arena, betreten wir hier und ihr seht, ich habe heute noch 8 Herausforderungen, die ich machen kann. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Wir gehen wieder auf die Gegenstände drauf. Drücken, wieder verwenden und bap, Kampfmöglichkeit Arena plus 1. Hier wieder der Beweis, dass es natürlich auch geklappt hat. Jetzt haben wir wieder 9 Herausforderungen, die wir machen können. Auch ziemlich geil, wenn ihr merkt, scheiße, das Event ist jetzt schon fast vorbei, beziehungsweise nicht das Event, sondern die Kampfmöglichkeiten der Arena sind jetzt bald vorbei und ich bin jetzt kurz davor, irgendwie einen neuen Rang zu bekommen. Was, zum Beispiel, ihr seid jetzt Legende und ihr seid kurz davor, Gottheit zu werden. Und dann könnt ihr diese Schriftrolle einfach raushauen. Ihr habt wieder eine Möglichkeit, das Ganze nochmal wettzumachen. Also geile, geile Sache auf jeden Fall. Und ihr könnt ja sogar 20 Stück am Tag benutzen. Das reicht auf jeden Fall dicke. Und dann kommt schon die nächste Schriftrolle. Das ist die Gildenduell-Schriftrolle. Verwende diese verzauberte Karte, um einen weiteren Kampfversuch in den Gildenduell zu erhalten. Also, genauso wie in der Liga der Lords und in der Arena habt ihr auch die Möglichkeit, beim Gildenduell wieder einen Kampfversuch dabei zu bekommen. Aber hier gibt es eine Besonderheit. Ich lese euch das gerade wieder vor. Es können pro Tag nur 3 verwendet werden. Und die Möglichkeit, diese Karten zu verwenden, wird mit dem Start des Duells gegen eine andere neue Gilde zurückgesetzt. Das heißt, ihr könnt diese Schriftrolle nur benutzen, wenn ihr... Ich gehe mal gerade in das Gildenduell. Wenn das Duell hier schon läuft, ihr seht, das Gildenduell endet in 3 Stunden. Das heißt, ihr habt jetzt hier noch 3 Stunden die Möglichkeit, diese Rollen zu verwenden. Und wenn dann wieder ein Kampf gegen eine neue Gilde beginnt, dann werden diese Sachen wieder zurückgesetzt. Das heißt, wir drücken hier jetzt mal auf Kämpfen. Ihr seht, ich habe heute schon einen Kampf getätigt hier, also Angriffsmöglichkeiten 2 von 3. Und wenn wir jetzt wieder in die Gildenschriftrolle gehen, auf unsere wunderbaren Gegenstände hier, drücken wir einfach auf Verwenden. Wie gehabt, das Bild, drücken auf Verwenden und das Gildenduell hat wieder eine Möglichkeit hinzubekommen. Der Beweis, 3 von 3 Angriffsmöglichkeiten heute wieder, also wieder schnieke Sache, meine Leute, würde ich sagen. Falls ihr auch eine eigene Gilde habt und mal ein bisschen pushen wollt, dann ist das auch sehr lohnenswert, würde ich mal sagen. So, und dann haben wir hier noch den letzten Gegenstand in der heutigen Folge, den ich euch zeigen werde. Ihr seht schon, es sind einige geile Sachen dabei. Und natürlich bekommen wir hier auch noch die Möglichkeit, einen weiteren Versuch in der königlichen Schlacht zu bekommen in der Gilde. Verwende diese magische Karte, um einen weiteren Versuch in der königlichen Schlacht zu erhalten. Auch hier wieder höchstens 99 zu sammeln. Und wie auch beim Gildenduell, höchstens 3 Karten pro Tag. Genau, also wie gehabt, ich zeige euch wieder königliche Schlacht. Wir haben hier Versuche 1 von 2 hier die Apokalypse hier zu besiegen. Können wieder zurückgehen auf unsere Gegenstände. Drücken auf die Rolle, wieder auf Verwenden, wie auch die ganze Zeit. Also das System ist einfach
und simpel. Man kann einfach draufdrücken und schon hat man die Möglichkeiten dazu. Drücken wieder auf Verwenden und eine Möglichkeit ist wieder dazukommen. Und wie gehabt bekommt ihr wieder den Beweis. Jetzt haben wir wieder 2 von 2 Versuchen. Natürlich auch wieder sehr lohnenswert, wenn man hier irgendwie versucht, immer der Letzte zu sein, der den Boss hier besiegt. Dann kann man einfach die Rolle raushauen und schon hat man das Ganze geschafft. Ja, das waren jetzt auch schon die neuen Gegenstände. Ich habe leider noch keine genaueren Informationen, woher man sie genau bekommt. Ich denke mal, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es hier was mit der Schmiede zu tun hat. Ihr seht hier unten, das kommt aber erst bald. Das heißt, ihr hattet jetzt mal einen exklusiven Einblick in die neuen Gegenstände. Und ja, wenn ich weiß, wie man die ganzen Dinge hier bekommt, dann werde ich natürlich wieder ein Video dabei raushauen, wie ihr dazu kommt, diese ganzen Gegenstände zu sammeln und auch wie die kosten, weil ich habe noch keine Ahnung, wie viel die Dinger überhaupt kosten, ob es da Preisschwankungen gibt, ob irgendwie das Gilden-Duell mehr kostet wie die Arena, also das weiß ich alles noch nicht genau. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte ein Like, das würde mir dann auch sehr gefallen, Leute. Und abonniert für mehr, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und dann sage ich mal hasta la vista und bis zum nächsten Part.